Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii 2, die Burg der sechsten Welt. Und inzwischen ist mit dem Schwierigkeitsgrad dieses Spiels nicht mehr zu spaßen. Es ist mit allen Abwassern gewaschen. Und was geht jetzt schon wieder ab? Das ist nämlich mal eine Burg, das ist wirklich eine Burg. Erwähnenswert. Was ist hier los? Okay, ich mag das. Das ist cool. Vor allen Dingen mit Propeller ist es immer wieder schön. Da kriegen wir eine Blume, aber die will ich nicht. Vielleicht will ich eher da hoch. Theoretisch, eigentlich darf ich da nicht hoch, aber ich tue es. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt sonst weiterkommen sollte. Hallo. Was ist mit der Musik los? Ganz leise. Ganz, ganz leise. Das ist aber die Musik von dem Luftschiff. Oh Mann. Schmalere Gitter habt ihr auch nicht mehr gefunden, ne? Na gut. Merkwürdige Atmosphäre. Und wo geht's jetzt lang? Also ich glaube ja nicht, dass es da irgendwie runtergeht. Aber irgendwie doch. Ich habe Angst, einfach runterzuspringen. Und es gibt keinen Grund dazu, denn da geht es weiter. Toll. Als hätte ich das riechen können. Habe ich aber nicht, denn meine Nase ist nicht so fein wie die eines Hamsters. Die haben eine feine Nase. Denen sind die Augen total wurscht. Da kann ein Auge blind sein. Ist doch egal, Hauptsache die Nase funktioniert. So, das Ganze jetzt ohne Propellerpilz. Lustig. Was zum Geier? Was ist mit der Burg los? Ist die aus Wackelpudding? Meine Güte. It's a go time. Ich wollte da Wandsprung machen, weil ich gemerkt habe, ich pack's nicht Wandsprung, aber zack, tot. Hä? Das wird ja nahezu mysteriös hier. Verdammt. Slidend in den Abgrund. Immerhin. Sterben mit Stil. Wow. Jetzt go time. Mario, trau dich. Tu's. Komm schon. Los. Trau dich. Tu's. Komm. Schaffst du. Puh. Ich habe euch ja gesagt, die Level, die sind nicht mehr übel. Ah, ein Pilz. Oh. Ich dachte, das wäre eine Wand. Wird zu wissen. Ist keine Wand. Ach so, man kann einfach durch. Ja, kein Wunder. Ich bin doch Gedanken gemacht, wie soll ich denn da sonst rüberkommen? Ja, das ist natürlich eher untypisch eigentlich, aber okay. Die Musik verwirrt mich. Ich weiß nicht. Ist so untypisch. Oh. Ah! Das ist natürlich eine Chance. Jetzt ist es natürlich ein bisschen auswegsloser geworden. Haben wir hier noch eine Chance? Zu überleben? Ach komm, vergiss es. Was sollen die albernen Spielchen? Hier werden Nägel mit Köpfen gemacht. Und wenn nicht, dann gibt's halt Köpfe mit Nägel drin. Alles kein Problem. Nee, keine Items kommen. Ich bin sicher, wir werden noch Schwierigeres erleben. So ist das Leben eben. Jetzt haben wir erstmal so das Prinzip verstanden, sag ich mal. Du Pilz, du kommst. Na gut. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft hier. Sind nämlich teilweise ziemlich böse. Wenn wir erstmal da rechts sind, ist es alles kein Problem mehr. Einfach runter, wir müssen uns da nicht hangeln. Am besten mit dem Maxi-Pilz. Das wäre schon stark. So. Extremst. Naja, immerhin irgendwie. So, ich lasse mich dann zu gegebener Zeit irgendwie fallen. Hätte ich lieber den Powerblock mitgenommen, das wäre noch cooler gewesen.
Kein extra Leben, aber hat sich cool angehört. Hauptsache, wir sind irgendwie am Leben. Das ist doch was zählt, oder? Gesundheit ist das Wichtigste. So, das Zweitwichtigste ist für mich... Okay, ich gehe durch. Dass ich etwas sehe und ich hasse solche Passagen, wo man nichts sieht im Schatten, so. Ich wollte schon sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Das war es noch lange nicht. Das war noch nicht die Boss-Tür. Wir hatten ja schon in den letzten... Hey, cool. In den letzten Parts Stellen... Was ist denn das hier? Was zum Geier ist das? Wo die Boss-Türen halt benutzt worden sind. Okay. Also muss man hier mit Mini-Mario rein oder nicht? Sehr skurril. Geht nicht? Geht nicht. Doch, hä? Banane. Okay, die Mini-Armee. Nein, nicht einsperren, nicht einsperren. Danke. Danke vielmals. Es wäre also typisch gewesen, wenn man da eingesperrt wäre. Weil man hätte ja auch schlicht quasi den extra Pilz als Entschädigung. Es hat es jetzt vollgebracht. Not. Ah, die Spannung wird langsam aufgebaut. Es erscheint alles machbar hier. Das ist das, was mich so zufriedenstellt. Na gut. Guck mal den an. Den hübschen kleinen Idioten. Sei nicht so frech zu mir. Mann! Ey! Um einen Millimeter an der Erlösung vorbei. Ich mag den Schwierigkeitsgrad. Der ist richtig gut. Es gibt Leute, die wollen keine Fails sehen. Aber das Spiel kann man nicht fehlerlos abschließen. Zumindest nicht blind. Ja, die Stelle spare ich mir. Ich bin mir nicht im Klaren, was das konkret bringen soll. Aha. Okay, alles dufte, alles gut, alles ordentlich. Oh. Jetzt ist er, ja. Mann, oh Mann. Hä? Warum waren da jetzt Kerle, die vorher da nicht waren? Einbildung. Das ist schon hier allerhöchste Kiwi. Aprikose. Pfirsich. Der läuft doch so langsam und gemütlich durch die Boss-Tür, ne? Lalala, ich bin hier nur auf dem Flohmarkt. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich habe gedacht, die wären weg. Aus welchen Gründen auch immer. Diese Donuts. Sind es überhaupt Donuts, diese Plattformen, die eben links unten waren? Ich denke mir, das sind Donuts. Es gibt ja auch Donut Valley und, ne? Ich glaube, bei Yoshi's Island war das. Hat für meine Begriffe das unterstrichen. Dass es Donuts sind, weil es war Donut Valley und da waren lauter Donuts. Also sind es für mich die Donuts. Ganz simpel. Nein, jetzt. Sehr schön. Ach, Rudi. Na komm, vergiss es. Böser Rudi bleibt angekettet, aber was macht da so ein... Da kommt einfach mal ein Goomba geflogen. So exakt. Der fliegt schon 8 Jahre durch die Gegend. Aber dann, wenn ich an Pixel XY bin, dann erreicht er auch in der Millisekunde Pixel XY. Das ist so unbelievable. Mmh.
Gut, jetzt würde ich mich gelinde gesagt freuen, wenn wir ein wenig weiterkämen mit unseren Aufgaben hier, mit unseren Welten, der Erkundung des anspruchsvollen Mario-Daseins. Und warum bin ich gestorben zum Geier? Ja, ich habe gedacht, nicht gestorben, verletzt. Ja, ich habe gedacht, wenn ich in der Röhre stehe, kommt die blöde Pflanze nicht raus. Was mit euch? Kommen hier keine Items raus, ja? Aus den anderen Blöcken. Man dürfte ja spekulieren. Und rüber. Okay, Rudi. Wie wollen wir uns einig werden? Noch mehr Gegner, die da runterfallen wollen, oder haben wir es dann erstmal? Uah! Danke. Hätte ich mich nur mal selbst in Gefahr gebracht mit einer Gefahr, die eigentlich gar nicht mehr hätte sein sollen. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen. Okay. Wollte gerade sagen, gib mir doch wenigstens ein Power-Up, verdammter Mist. Alter, hier die Sternmünzen zu sammeln, ohne mich. Ohne mich, ey. Gott sei Dank. Okay, wie geht's weiter? Kann ich hier drauf, ja? Ja, irgendwie schon. Ach so, natürlich. Oh, ich denke gerade so kompliziert. Und das bewirkt was genau? Gut. Das ist jetzt aber die Bosstür. Das riecht mein Zinken. Comic. Muss ich zu dem Kerl noch was sagen? Vielleicht wahrscheinlich eher eine Hexe, sag ich mal. Ist der originale Bosskampf? Gibt es irgendeine Schwierigkeit noch? Zusätzlich? Nicht, dass ich wüsste. Fällt jetzt nichts konkret auf. Da komme ich nicht ran. Hä? Ah, oh, schade. Ah, was, was? Nee. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht Ernst Widimowski. Und das ist auch nicht Ernst Jordan. Und auch nicht Bierernst. Und falls euch fragt, wer Ernst Widimowski und Ernst Jordan sind, das sind Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ah, im Ersten Weltkrieg. Nee. Vorher. 1910. So etwa. Ernsthaft. Ernst Jordan zumindest. Widimowski war, glaube ich, später. Aber das hatte hier gerade wenig mit unserem Auftritt hier zu tun. Na komm schon. Ladies. Pack es. Achtung, runterfallende Gumbas. Wirklich einer der schwierigsten Passagen, gerade jetzt, wenn die gleich wieder runterjumpen, wie verrückt. Das hab ich doch sowas von gewusst. Ich meinte, ich könnte jetzt auch aufhören und sagen, ja. Oder warte mal. Ich könnte auch aufhören und sagen, wir haben ja das Level geschafft. Karmic, Endbosskampf da. Der ist derselbe wie im Original und danke fürs Ansehen. Aber jetzt hat mich doch der Ehrgeiz gepackt, obwohl wir im letzten Part und davor, glaube ich, auch schon sehr gut waren. Wir haben schwierigste Aufgaben gemeistert, bewältigt, gepackt. Warum macht sich der überhaupt? Nein, du Depp, du blödes Vieh! Okay, ihr wollt mich failen sehen? Viel Spaß! Alter, Alter!
bleibt mir nur die Stirn zu runzeln, bis sie ganz runzlig wird. Bäh. Puh, also dieser Bowser da über der Tür wirkt auch nicht gerade beruhigend. Also zum Einschlafen? Obwohl. Wir könnten uns auch den Minipilz jederzeit erschnappen. Meint ihr, der wäre förderlich? Na, in Bezug auf den Endbosskampf? Eher nicht. Nein, nein. Oh. Nur wegen so einem Millimeter zu früh losgelaufen. Ich glaube, ich stehe auf eine Reißzwecke. Das geht nichts dran. Wow. Mhm. Runterfallende Gumbas. Und falls jetzt wieder Kommentare kommen, wie habe ich da eben gesprochen? Mit der Hand vorm Gesicht. Ich schreibe mir jetzt schon die Schläfe, als hätte ich irgendwie. Ja. Migräne. War ja schon mal der Fall in dem Let's Play. Zu Recht. Dabei war ich doch schon bei Kamek. Und hab den so locker angegangen, ne? Ich habe mich sogar einmal treffen lassen. Ich hätte vielleicht warten sollen. Ah, lieber gucken. Da hätte ich jetzt hier das Problem nicht. Da hätte ich das geschafft. Na, komm schon. Unglaublich. Unglaublich. Rudi. Zeig dich kooperativ, Rudi. So, danke. Jetzt bitte auf die runterfallenden Goombas achten. Das hätten wir. So, und warten, bis alle runtergedönert sind. Suizid for the win. So weit, so gut. Wisst ihr was? Nochmal spiele ich es nicht. Selbst wenn ich jetzt hier baden gehen sollte. Mit mir könnt ihr nicht mehr rechnen. So, dreh dich. Round, round, baby, round, round. Aber hier ist ja nichts mehr Herausforderndes. Komm, gib doch nochmal so ein Item irgendwo special. Nichts Verstecktes hier. Da müssen wir halt den Bosskampf gegen Kamek so packen. Und wenn, ja, wir müssen es packen. Wir werden halt ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Nicht, dass ich beim ersten Mal im Sinn gehabt hätte, nur übers Knie zu preschen. Das wird so in der Form nichts. Ah, ich hätte... Am besten nicht dazu kommen lassen, zu zaubern. Ach, Treffer Nummer 1. Das schaffst du. Münzen und ein Pilz. Der Sieg ist unser. Aber ich muss sagen, ist auch ein geiler Bosskampf, selbst wenn der nicht verändert wurde, was ich nicht glaube. Ist doch ein sehr epischer Bosskampf und noch ein Pilz. Du musst einfach vorsichtig sein. Sei vorsichtig wie die Nacht. Ah, das packen wir nicht da. Komm, Pilz. Cooper. Passt. Noch mehr Koopas. Nichts getroffen. Genau so wollte ich es haben. Wow. Der Bosskampf hat mir sehr gefallen. Da muss ich nur mal dem originalen Spiel ein Kompliment ausdrücken. Und das Level war nicht ohne. Sogar ziemlich knifflig. Aber mir hat es gefallen. Euch auch? Dann Daumen hoch geben. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part mit Welt 6.5. Und dann geht's bestimmt wieder flüssiger weiter. Und ich habe Angst vor, aber ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und ciao!